Hi, ich bin Carla von Fridays for Future. Wir sind hier gerade in Kainberg, ganz dicht beim Tagebau Garzweiler und an dem Ort, wo wir am Samstag von Fridays for Future eine große Demo mit Teach-In an der Tagebaukante haben werden. Wir kommen ins Rheinische Revier, das ist die Braunkohleregion, das ist die größte CO2-Quelle Europas und der Ort, wo gerade unsere Zukunft zerstört wird. Hier demonstrieren wir am Freitag in Aachen mit tausenden AktivistInnen aus ganz Europa, um zu zeigen, wir müssen nur gemeinsam können wir gegen die Klimakrise was unternehmen. Und am Samstag kommen wir eben an den Tagebau Garzweiler ans Ort des Geschehens, um auch hier zu zeigen, RWE, dein Platz ist nur noch im Geschichtsunterricht. Wir freuen uns auf euch. Ja, hi, Samstag stellen wir uns gegen die Bagger. Kommt doch einfach mal vorbei. Wir machen hier eine Aktion, ganz in Gelb. Wir setzen uns auf ein gelbes Sofa. Es gibt ganz viel tolle Musik. Wir haben einfach Spaß. Und zeigen damit RWE, dass es so nicht weitergeht. Wir stellen uns schützend vor die Dörfer. Total tolle Aktion. Es gibt noch ganz viele andere Aktionen. Fridays for Future kommt auch aus Hochneukirch. Ende Gelände macht gleichzeitig eine Aktion. Eine Fahrraddemo kommt aus Erkelenz. Einfach mal vorbeikommen. Am Samstag ab 13 Uhr geht es hier los. Ganz viel Spaß haben. Ganz viel feiern und einfach mal RWE zeigen, wo der Hammer hängt. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, weil wir jetzt deutlich machen und Druck ausüben wollen zur Bundesregierung, dass sie endlich ein Kohleausstiegsgesetz und ein Klimaschutzgesetz vorlegt, das seinen Namen verdient hat. Wir wollen, dass der Ausstieg aus der Kohle schnellstmöglich beginnt, dass die Bundesregierung endlich erkennt, dass ihre Politik des Schützens der Kohlelobby gescheitert ist. Und wir wollen gemeinsam erreichen, dass der Druck auf die Kohlelobby, auf RWE und die Bundesregierung zunimmt. Gemeinsam machen wir deutlich, dass es unterschiedliche Formen von Widerstand gibt. Wir lassen uns dabei nicht spalten und freuen uns auf ein kreatives und buntes Wochenende. System change, not climate change. Wir streiken diesen Freitag in Aachen. Wir haben eine internationale Demo. Die wird international, weil wir ein halbes Jahr lang gestreikt haben und die Politik nicht gehandelt hat. Und deswegen kommen aus ganz Europa diesen Freitag AktivistInnen, um deutlich zu machen, dass sich was ändern muss. Wir von Ende Gelände kommen dieses Jahr wieder mit mehreren tausend Menschen aus ganz Europa hierher ins Rheinland, um die Kohle zu blockieren und uns mit unseren eigenen Körpern der Ungerechtigkeit in den Weg zu stellen. Die Klimakrise ist heute schon global Realität und ihre Ursache liegt im Kapitalismus. Die kurzfristigen Profitinteressen von Unternehmen stehen im Zentrum unserer ganzen gesellschaftlichen Organisierung und das muss sich verändern. Wir müssen die Energieversorgung anders organisieren, wir müssen Mobilität anders organisieren, wir müssen Landwirtschaft und Ernährung anders organisieren. Wir brauchen einen radikalen System Change.